Blöder Geist. Scheißgeist. So, schön daran denken, dass du die Karotte da brauchst zwischen den beiden Dingern, sind's da. Die ist wichtig für den Secret Exit, den du ja unbedingt zeigen willst, wahrscheinlich das gesamte Level. Ja, ja, muss ja für dich, damit ich nachher da am Ende die volle Punktzahl kriege. Ja. Musst du schaffen. Aber es kann sein, ich habe gleich beim ersten Mal ein paar Anläufe gebraucht, weil es ein bisschen fies ist. Es war nämlich noch nicht die heftigste. Okay. Also kommt schon noch was da. Das kriegen wir jetzt hin. Das kriegen wir jetzt hin. Darf ja wohl nicht wahr sein. Aber auf jeden Fall, du kannst dir nicht wieder sterben. Kannst du mal das versuchen, und zwar die... Ja, na gut. Was? Herz. Deswegen brauchst du die Feuerblume, aber an die ranzukommen ist... Das ist aber auch schwer. Ja, es ist schwer. Ich widerspreche dir nicht, es ist definitiv schwer. Ja. Gibt's denn das? Es ist definitiv schwer. Das gibt's einfach überhaupt nicht. Wie kann man nur so... Ja, du magst halt Löcher nicht. Ja, und richtig. Und das ganze Level ist ein Loch. Also, blöd. Ja. La 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 la. Löcher waren noch nie so eine Stärke. Aber jetzt musst du es schaffen. Du kannst jetzt, mal versuchen, die Karotte zu behalten in dem Secret Exit. Mhm. Secret Level, und dann über diese zerschießbaren Dinger drüber fliegen mit Anlauf. Dann hast du nämlich auch die Karotte und kannst dich zur Not noch retten, wenn du am Fallen bist. Die ist vielleicht für den Anfang mal ganz gut. Verzichtest du auf die ganzen Herzen, die in diesen Säulen drin stecken, und gehst lieber auf Nummer sicher. Ach so, und jeder dieser Dinger ist... Aber die Herzen sind ja so schwer zu kriegen irgendwie, ja, weil die immer abhauen. Also ich krieg inzwischen ein paar, aber alle mitkriegen tue ich auch nicht. Vor allem, weil die jedes Mal immer höher sind. Also in jeder dieser Säule ist das Herz ein zerschießbares Feld höher, und das ist irgendwann echt fies. Okay. Und flapp, 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 flapp. Rüberflappen. Das ist ganz leicht, trotz allem. So, dritter Versuch, du schaffst es. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt lass die Feuerblume mal Feuerblume sein und flieg da drüber. Pass auf, weil da drüben geht's nämlich gleich weiter mit dem Mist. Bleib nicht an den Säulen hängen, genau. Also einfach mal die ganzen Gegner rüber von Säule zu Säule. Genau. Und jetzt? Da ist halt nichts mehr zum Fliegen. Ja, lass dich mal langsam runter, wo die Schildkröte läuft. Genau. Damit du schon siehst, wo du bist, und niemals da landen, wo du nichts siehst. Da musst du auf den obersten. Ja. Und da kannst du runter. Ja, genau. Mit Vorsicht. In dieser Ruckeloptik sieht es ganz schön gefährlich aus, was du da machst. Tja. Das ist eine Feuerblume. Lass die stehen. Okay. Du kannst sie aus... Naja, wenn du sie auslöst, dann kannst du dir wiederholen, wenn du klein wirst. Aber das ist, glaube ich... Hoch da! Meine Nerven. Ja. Also die Zuschauer wissen, hier gibt es viele Herzen zu holen, aber... Hier gibt es einiges an Herzen zu holen, ja. Na gut. So, jetzt oben langlaufen. Das Herz musst du nämlich auch stehen lassen. Wow. Weil das kriegst du... Das krieg ich. Ja, das ist auch heftig zu holen. Mit einer Feuerblume, aber es ist nicht leicht. Und da ist das Ziel. Das heißt, du hast das Secret Level immerhin mal gezeigt. So, sehr schön. Siehste, gilt doch auch. Bam. So, die Herzen holen wir uns dann nachher einfach quasi wieder über das Gewinnspiel. Genau, richtig. Und jetzt machst du das Level mit den Viechern da einfach nochmal, und dann haben wir das auch hier durch. Sehr schön. Ja. Ja, wenn es ein viertes Mal schief gegangen wäre, dann hätte ich mich sehr geärgert. Ja, das ist auch, war jetzt halt ein bisschen die leichtere Variante, aber dann bist du durchgekommen immerhin. Ja, eben. Weil es ist auch fies, wenn du nämlich mit der Feuerblume arbeitest und dann springst und oben an den Dingern hängen bleibst, bist du auch weg. Du darfst quasi nirgendwo anstoßen, du musst quasi einen sanften Sprung machen, und das ist Okay, also das ist dann so das Pro-Level. Ja, es kann ziemlich eklig sein. Naja, auf jeden Fall
Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder schön viel Material für den kleinen Ankündigungstrailer für dieses Projekt, ne? Ja, das stimmt. Da gibt's jetzt ein paar lustige Sächelchen. Bam, badabadadam. Badam, dam, badabadadam. Sind ja auch, unsere erste Aufnahme waren ja 4 Folgen. Das dürfte jetzt ungefähr nochmal auf dasselbe hinauslaufen. Ja, wahrscheinlich. Also die sind ja schon geschnitten und gerendert. Und es sind genau 4 Folgen geworden. Mit circa 20 Minuten pro Part. Okay, cool. So, meine Nachbarn da drüben machen wieder Krach wie Sau. Ich hör's nicht. Also ja, es ist schon. Das ist gut. Ja. Okay, obwohl, doch, ich hör's. Ja, ne? Doch, ich hör's. So, Glocke. Jetzt pfeift da sogar einer. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich mit Absicht. Baum. Ja, und wiederholt er sich seinen 3 Herze-Dingels. Aber klar doch. Das sind jetzt die Herzen, die wir quasi da im Gonus-Spiel nicht gekriegt haben. Ja, richtig. Das waren aber mehr. Also, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das waren 4 oder 5 waren es, die du hast liegen lassen in dem Bonus-Level. Ja, gut. Nicht schlecht. Es sind einige. Hast du dir das holen können da? Das ist schon... Ach ja, der Gegner. Ich erinnere mich. Ja, der ist aber ganz leicht. Ja, ja, bisher waren sie alle nicht schwer. Dabei spielst du, dafür, dass du es seit bestimmt 10 Jahren immer gespielt hast, gleich den schweren Modus. Da in die Röhre kannst du runter. Gut. Und da ist deine Feuerblume und ein Herz. Du darfst nur nicht in die Feuerpfanne, in das Feuerpfanne dich vom Geist erwischen lassen. Feuerblume, ja, ne? Ich würde dir empfehlen, erstes Herz zu holen, die Feuerblume stehen lassen für den Fall, dass du schrumpfen solltest. Kannst du sie danach wiederholen und dann rausgehen, weil dann musst du nicht mehr über den Geist, über die Feuerblume. Ja, verstehe, aber gut, in Ordnung. Ich bin da bei dem Spiel immer, irgendwann bin ich taktisch geworden bei dem Spiel. Böse Erfahrungen lehren das. Hat ja trotzdem geklappt. Richtig. Komische fliegende Blutegel da. Komische fliegende Blutegel, stimmt. Ja, ja. Ich hab jetzt als Kind immer das sind Fische, die Schwanzflossen verloren haben. Du bist ja niedlich. Ja, voll, ne? Hier Karotte, ja, nein. Nein. Gut. Die Karotte lohnt sich sowieso nur da, wo sie von Nutzen ist. Oh, sonst ein Besen, ein fliegender Besen. Sonst bevorzuge ich einfach mit dem Feuerblume, schieß drauf. Ja. Wie hieß der Besen von Bibi Blocksberg? Kartoffelbrei, glaube ich. Ach, stimmt. Oh, hast du Bibi Blocksberg geguckt? Nee, aber, nee. Meine Freundin mag das. Echt jetzt? Ja, Dani frag sie selbst. Okay. Ich mach das wirklich. Und wie hieß der Besen von Harry Potter? Das weiß ich jetzt nicht. Der Besen von Harry Potter hatte keinen Namen, aber er hatte Nimbus 2000 und einen Feuerblitz. Ah, okay. Nimbus 2000. Ja. Und dann Feuerblitz. Ah! Ich will doch bloß das Geld haben. Ja, das ist auch gar nicht. Das ist auch. Du bist ja sowieso bald voll. Also, ich meine, geldsachenmäßig. Ja, das ist immer voll hier. Voll! Das ist aber richtig voll. Voll. So, im letzten gibt's ein 50-Münzen-Dingsbums. Über alle drüber springen, weil eine Feuerblume hast du schon. Das lohnt sich für dich nicht. Und im letzten dich reinfallen lassen und die. Und genau. Und okay. Dann runter und ganz nach vorne laufen. Dann kannst du dir 50 Dings mitnehmen, 50 Geld und dann bist du auch voll bis oben hin. Bist du sowieso nicht gleich. Ja, bist du. Bum, bum, bum. Ja, dann können wir dann gleich wieder das Spielchen machen. Wir gehen natürlich wieder auf die Vollen und nehmen die 999. Ja, das ist auch am besten. Also da kannst du eigentlich theoretisch. Die größere Ausbeute könnte man theoretisch machen mit dem 200er-Game, oder? Nee, theoretisch nicht, weil entweder du hast bei dem 999 hast du ganz wenig die Chance, dass du niedriger... So, Hexe. Und wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du irgendwas mit 200 Münzen nochmal und dann kannst du so nochmal spielen. Also, das schaffst du. Das ist mit 999 ist man am besten daran. Ja, ich bin jetzt einfach hier mal ganz aggressiv und baller die Hexe ab. Ja, das bringt's aber nicht so wie abspringen, weil du wahrscheinlich musst du, sind dem Mario seine Feuerblumen Feuerbälle aus Silber oder sowas. Ich weiß gar nicht, aber wenn du hüpfst, musst du nur 3-mal hüpfen, wenn du schießt, musst du 6-mal insgesamt treffen. Also ja, ist schon gut. Ist ein bisschen was aufwendiger. Ein guter Hexenjäger sein will, schießt die Hexe ab. So, stimmt.
Oder haust dir einen Silberpfahl ins Herz, weil es war ein Vampir. Was? Achso, ich hab hier gerade die Münze. Ja, ich sehe jetzt gerade, wie sie. Ja. Wir haben kaum Delay, also ich sehe alles quasi sofort. Das ist gut. Ja. So, das Level wäre auch geschafft. Jetzt wieder schön um Geld gespielt. Genau. Badum. Genau. Und dann machen wir Schildkröte oder Weltraum. Oder dieses andere Bonuslevel, das wir noch nicht hatten. Das Bonuslevel können wir noch machen, ja. Das ist mit bewegtem Scroll-Scheiß-Hintergrund, was ich nicht mag. Leben. Damit bist du fast voll. Du kannst noch maximal 2 bekommen, dann ist Schicht im Schacht. Mehr geht nicht. So, noch ein Bonuslevel? Jo. Geradeaus, genau. Ja, ich weiß, das ist hier rechts. Und das ist jetzt, das ist dem ersten Anfangslevel auch sehr ähnlich, glaube ich, nur dass es jetzt scrollt. Genau, richtig. Wow. Was habe ich eigentlich von diesem Bonuslevel? Kann ich hier irgendwie leben oder sowas? Nein, es ist nur dafür da, dass du im Endeffekt nur 100% LP vorweisen kannst. Ach so. Ja. Oh, ein Stern, ein Stern. Nicht schießen. Boah, hast du ein Glück. Ja, oh, das dauert mir zu lang mit den Gegnern. Komm schon. Was du auf, was weg ist, kommst du auch nie wieder ran. Also wenn du irgendwas, wenn du irgendeinen Fragezeichenblock nicht auslöst, dann ist der verloren für immer und ewig. Okay, es hat nicht gereicht, mir ein Leben zu holen. Scheiben. Dafür scrollt es zu langsam. Ja, und manchmal scrollt es dann aber auch zu schnell, hat man das Gefühl, weil dann steckt man nur fest und kommt nicht rechtzeitig raus und wird vom Rand zerquetscht. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Oh Gott. Was ist bei dir, Düsenjäger? Sowas in der Art. Oh Gott, warte mal ganz kurz. Ja, ich mach hier mal weiter. Ja. Schließe er das Fenster. Bam. Hau, ja, Mann, Kinder, die mit ihrem blöden Traktor über die Straße rasen. Kinder? Ja. Kennst du diese Big John Spielzeugtraktoren da? Die machen so einen Krach. Die haben so blöde Plastikreifen, wenn die über Asphalt fahren, dann klingt es, als wäre ein Panzer in der Straße, ey. So, da ich das Wasserlevel nicht mag, machen wir erst das Weltraumlevel. Okay, du hast aber trotzdem ein Wasserlevel davor. Ja, I know. Der Witz ist aber der, man kann ja voll lame sein und einfach das ganze Level überfliegen. Mach ich immer mit dieser lustigen Blase hier. Ich hock mich dann dahin mit dem Gameboy, halt nur eine Taste gedrückt und fahr vor und dann ist Schicht. Genau, ich könnte jetzt hier voll rüberfliegen, aber trotzdem sammel ich Geld. Könntest du auch tun, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann was liegen lässt, ist hoch. Ja, klar. Ne, die Frage ist, wir können ja ganz ehrlich sein, wir haben ja so viel Zeit, wir können erstmal ein bisschen rüberfliegen, damit wir das Geld hier kriegen, das es zu holen gibt. Mhm. Und dann schwimmen wir nochmal zurück und sammeln, was es da sonst noch so gibt. Alter Schwede, okay, ja gut. Oh, das ist schwer, glaube ich. Nee. Da kriegt man sogar wieder Neues. Ja, du kriegst. Es gibt 2 Stationen, wo du eine Blase kriegst. Also das ist. Das ist ja voll fair. Level ist ziemlich easy. Ach, Vögel. Vögel? Es vögelt hier. Ja, aber mächtig. Die Blase platzt ja im Wasser, glaube ich. Die Blase platzt im Wasser. Jetzt ist die Blase geplatzt. Wow, nein, ist sie nicht. Na komm, ich kann die doch bestimmt von unten. Ja, genau. Jetzt kannst du die von unten. Und da ist eine. Ja, jetzt ist sie geplatzt. Ist die Blase geplatzt. Boah, wir haben Multilay. Wie geil ist das denn? So, lohnt sich das für mich irgendwie zurückzugehen? Nicht unbedingt. Also außer Geld staubst du nicht so viel ab. Naja, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, gut. Kannst du schon, es ist in dem Fall schon sinnvoll, aber machen müssen würdest du nicht. Ah, guck mal, da habe ich schon wieder eine Blase. Der produziert doch dauernd nach, also der ist da ganz blasenfreudig. Snarson bläst gerne, ja genau. Ja, du denkst jetzt hier schlimme Sachen. Oh, guck mal, dieser Pfeil ist doch voll auffällig hier. Ja, ist auch auffällig, da oben ist nämlich so ein Ding. Guck, das hab ich sogar gemerkt, ohne dass du mir was sagen musstest. Ja, das habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, dir zu sagen. Ja, egal, ich hab's ja selbst entdeckt. Bist gut. Bist halt von Zelda gewohnt, dass Pfeile meistens irgendwas sagen. Ja, da braucht man echt viel Intelligenz dafür. Ja.
So, Goal und Glocke. Ja, die Glocke, das kann man vielleicht noch sagen, die Glocke ist hier unbedingt wichtig, weil, wenn ihr den unteren Ausgang nehmt, kommt ihr nicht in das Sternenlevel. Dann dürft ihr nicht weiter, sondern kommt einfach wieder raus. Ihr müsst den oberen Ausgang mit der Glocke nehmen. Ja, das kann sein. Mhm. Ja, das ist, kann man auf die Nase fallen. So, noch sieht der Mond glücklich aus, aber wenn wir uns den Secret Exit holen, dann ändert sich das. Ich weiß, wo er ist, aber wie kommst du da nochmal hin? Oh, scheiße. Badam. Ich habe ja kurz ein bisschen Zeit, ne? Badadam, bam, bam. Oh Gott, dich da anzuweisen wird lustig. Ich weiß, wie du hinkommst. Mu. Da, 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 da. Okay, so. Ich wüsste gern, was die da draußen treiben. Das rumpelt wie Sau, du. Das rumpelt derbe. Ich habe alles verriegelt hier bei mir. Das ist eine Katastrophe. Ich rede von mir. Ja, bei mir ist es auch schlimm. Ich höre bei dir gar nichts. Ja, das ist gut. Ich glaube, das Secret Exit war irgendwo, dass man mal dann über so Blöcke immer weiter höher kommt. Dennoch nicht hier, aber das Prinzip. Ja, genau. Genau. Du, da oben, was war da oben an Leben? Ein Herz. Ich wollte es dir gerade sagen, geh zurück. Zurück? Und dann nimmst du die beiden, und gehst über die beiden nach oben und springst dann zum Herz rüber. Ja, genau. Mit viel Anlauf. Anlauf. Das ist die beste Variante, die du nehmen kannst. Achtung, da vorne ist so ein blöder, sterneschießender Pisser. Genau. Wow. Wow. Boah. Jetzt hätte ich gleich glatt gemacht, und du hast die Rose schon ausgelöst. Das heißt, du kriegst sie. Oh. Ich krieg sie. Das ist sehr gut gewesen. So. Da sind eine Menge Münzen, wenn du jetzt darüber springst. Da ist der Secret Exit nicht. Ja, wo? Ich muss nach rechts springen. Du musst nach rechts springen, ja. Mit Anlauf von hier, oder was? Ja, spring mal. Ah, okay. Ah, wollte ich dich hinhaben. Okay, fein. Damit du wieder ein bisschen Geld abstauben kannst. Geld! Geld regiert die Welt! Wow. So, beim nächsten dieser Stationen hier, da kommst du zum Secret Exit. Da kommt jetzt gleich nochmal so eine, die genau so aussieht. Und da musst du dich dann hocharbeiten zum Secret Exit. Genau an der hier. Wow, okay. Da drüben ist so ein Planet. Da drüben, weiter drüben. Da musst du dich hocharbeiten. Das wird lustig, oh Gott. So, jetzt hier. Nee. Du musst weiter rüber. Noch ein Stück. Erstmal die Bimmelglocken. Ah, ist der Planet. Da musst du. Also, du musst jetzt gucken, von der Glocke hier am besten aus, musst du jetzt den nächsten Block finden. Ich weiß nicht, in welche Richtung du springen musst. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber jedenfalls musst du, glaube ich. Nee, ich dachte, du musst leicht rüber in Richtung Planet springen. Dieser Typ, das muss erstmal weg hier, der nervt ja sowas von. Ich dachte, du musst leicht rüber springen in Richtung Planet. Oh Gott. Ja, da habe ich schon mal einen. Oh, wo ist der andere? Auf den kommst du auch hoch. Indem du ja, jetzt. Ja, von da. Dann kannst du dich, glaube ich, besser hocharbeiten. Da musst du nur gerade hochspringen, soweit ich weiß. Ja. Nice. Genau. Und dann einfach schön Jump and Run spielen. Badam, badam, badam. Dann setzt du einen weiten Sprung, dann kommst du zum Secret Exit. Haben wir auch den geschafft. Sehr gut. Ja, da ist er. Ha!